längst gebaut sein. Ja, eben drum. Ich bin schon froh, ja. Viel froher, wenn wir abholen. Ein Turnleid? Nein, keine Lastwagen mehr hin. Das ist nicht ein Klacks. Wissen Sie eigentlich, dass 70% vom Autoverkehr in München selbst generierter Parkplatz-Zugverkehr ist? Und dass 70% der Abgase durch solche Ampelschaltungen entstehen? Nein. Da haben wir ernsthafte Probleme, weil man kein Fenster aufmachen kann. Ohne. Erstens kommt mir ein Gestank rein. Und zweitens einmal kann man auch nicht schlafen bei dem Krach. Das hört man ja da selber. Da wacht sie dann in der Nacht öfters auf, oder wie ist das? Ja, sicher. Den Lastwagen, erstens einmal das geklappert, zweitens einmal, wenn stark abbremst wird, oder auch wenn ziemlich Gas geben wird und so weiter, weil wir es ja von der Heckenstaller und vom Luise-Kiedelbach-Platz haben, also von hinten rein auch noch. Jetzt hören Sie auf! Das ist ja furchtbar. Jetzt müssen Sie erzählen, Sie sind auf Sendung. Nein, ich bin nicht auf Sendung, weil die Sendung läuft erst um halb sieben. Doch, wir haben die Antenne. Nein. Deswegen haben wir heute eine Aktion gestartet, und zwar die heißt Frösche für Menschen. Das heißt, wenn die Stadt schon nicht den Tunnel für die Autos und für die Menschen hier baut, dann vielleicht doch für Frösche, dass wir unser geliebtes Biotop hier oben dann anpflanzen können und auch hier Frösche und Amphibien einsetzen können und die Autos dann wirklich alle unter der Erde fahren. Der Verkehrsfluss stockt ja dauernd mit den Kreuzungen, die hier sind. Man könnte es also unterirdisch wesentlich energiesparender und ruhiger absolvieren, und für die Anwohner wäre es natürlich auch ein Riesenvorteil. Es ist eine ganz, ganz wichtige Forderung, dass am Mittleren Ring endlich wieder was gemacht wird. Es gibt ein paar Stellen, wo es dauernd Stau gibt, wo unglaublich viel Lärm, unglaublich viele Abgase entstehen, wo für die Anwohner, aber auch für die Autofahrer dringende Verbesserung nötig ist. Ich begrüße ganz besonders herzlich die Vertreter der Parteien und Organisationen, die gemeinsam mit der Münchner CSU dieses Bürgerbegehren tragen werden. Das Anliegen, den Mittleren Ring an seinen Schwerpunkten kreuzungsfrei zu gestalten, war in den letzten 30 Jahren Münchner Stadtgeschichte immer ein überparteiliches Anliegen gewesen. Die Konzeption des Ausbaus des Mittleren Rings war die Voraussetzung für die verkehrliche Umgestaltung der Stadt für die Olympischen Spiele. Es ist so, dass es einerseits die Betroffenen, die Anwohner sind, auf der anderen Seite sind es die, die tagtäglich über diese Straßen fahren müssen. Nicht nur deswegen, weil sie zu bequem sind oder zu faul sind, den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen, sondern auch deswegen, weil schlichtweg die Straße gebraucht wird und benötigt wird. Das wäre der Park, der dann oben sichtbar wäre. Das bedeutet 1500 Meter Tunnel einerseits, eine Ortsumgehung nach unten. Und das bedeutet andererseits aber 50.000 Quadratmeter Park. Erstens, ich möchte auf das Wort der dritten Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München, Frau Ciampa, hinweisen, die gesagt hat, für Rot-Grün sei, ich zitiere wörtlich, Stau ein Mittel der Verkehrspolitik. Ende des Zitats. Dies zeigt, dass es hier um eine Frage geht, die über
die reine Frage drei Tunnels für den mittleren Ring hinausgeht. Andererseits ist bei uns in der politischen Richtung natürlich auch die Mobilität absolut im Mittelpunkt. Und man muss sehen, wenn so ein Ringschluss stattfindet, dann kann man natürlich auch den ÖPNV sehr gut damit integrieren. Der ADAC hat sich dieser Aktion angeschlossen, weil er nicht als rücksichtslose Autofahrerlobby verstanden werden will, sondern als einer, der ganz einfach im Sinne aller Menschen, aller Bürger die Mobilität erhalten will. Somit ist, glaube ich, oder sollte eigentlich jedem Kritiker widerlegt sein, der Stadt München, der behauptet, das Ganze sei nicht finanzierbar und die Stadt müsste deswegen Geld von mir aus streichen, wichtige Gelder, wie angesprochen, für Kindergärten. Das Ganze ist schlichtweg falsch, aber ich glaube, es dient nach wie vor allein der Polemisierung der Verantwortlichen in der Stadt und ich denke, wir sollten das oder haben das hiermit widerlegt und wer weiter behauptet, redet einfach die Unwahrheit. Dankeschön. Ich bitte zunächst für die Bürgerinitiative Gateway-Ring, Frau Barbara Schilling. Richtig ist, dass sogar zusätzlich noch viele Millionen vergeudet worden sind, weil einfach die Zuschüsse von Bund und Land nicht abgerufen worden sind, sondern verschlafen wurden. Dann möchte ich bringen, weil schon so viel braucht man ist, wie das mit der Gesundheit ausschaut. Und dazu habe ich mir erlaubt, hier ein paar Bilder, mir ist es gelungen, manche kennen es. So soll es ausschauen, wie das Grüne ist nach der Luft, das darf eine halbe Stunde sein. Normal geht das Rote da unten ab. Ich will Ihnen das mal zeigen, das ist die Gammische Straße. Das ist leider, Sie werden dann auch sehen, dass für die anderen Tunnels ist genauso eingebaut, dass die wirklich die drei höchsten sind. Ja. Das erste bayerische Bürgerbegehren zur Untertunnelung des mittleren Ringes ist angelaufen. Der Ablauf sieht so aus, dass wir zunächst einmal 25.000 Unterschriften sammeln wollen. Wir wollen natürlich eigentlich viel mehr Unterschriften sammeln, da ich der festen Überzeugung bin, dass die drei Tunnel am mittleren Ring für viele Münchnerinnen und Münchner ein dringender Wunsch sind. Die Tunnelbefürworter machen nun folgende Rechnung auf. Wenn nur 15% weniger Stau erreicht würde, würde sich der Ringtunnel selbst finanzieren. Bürgerbegehren Mittlerer Ring, der Startschuss ist gefallen. Es sind viele Organisationen, die jetzt zusammenwirken und wir werden versuchen, innerhalb der nächsten wenigen Tage 25.000 Unterschriften zu bekommen. Wird Autofahren in der Stadt München zur Freude, wenn nur genug Straßen da sind? Oder wird die Stadt erst lebenswert, wenn sie autofrei ist? Es herrscht Glaubenskrieg. Tunnelausbau am Mittleren Ring, ja oder nein? Das ist hier die Frage. Frau Lindler-Schädlich, bei Ihnen möchte ich ganz kurz anfangen. Brauchen wir Tunnels am mittleren Ring? Ihrer Meinung nach nicht. Warum nicht? Weil wir der Meinung sind, dass der überörtliche Verkehr um die Stadt herum geleitet werden muss. Und deshalb treten wir nachdrücklich für die rasche Fertigstellung der Eschenrieder Spange und der A99 ein. Also die Autos raus aus der Stadt, ganz weg. Ja, ich höre es mit Erstaunen, dass also hier gesagt wird, dass die Stadtregierung für die raschen Ausbau des äußeren Ringes ist, weil bisher wird zum Beispiel die Nordumgehung ausgesprochen blockiert durch unsere Stadtregierung. Zunächst einmal, diese drei Tunnel stehen in einer Gesamtheit eines Verkehrskonzeptes. Die A99 ist von Rot-Grün seit Jahren blockiert und beklagt worden. Das heißt, das, was Frau Constanze Lindner-Schädlich hier sagt, ist eine ganz neue Erkenntnis, die sich in den letzten drei Monaten angesichts eines drohenden Bürgerbegehrens erst entwickelt hat. Den Leuten, die unmittelbar an den Strecken wohnen, die untertunnelt werden sollen, geht es sicherlich besser. Aber, und da kommt das große Aber, es gibt ja entsprechende Gutachten schon von unabhängigen Gutachtern, die besagen, wie sich die Verkehrsmengen an Zufahrtsstraßen zum Mittleren Ring verändern. Nee, also meines Erachtens hat er nicht recht. Ich meine, öffentlichen Nahverkehr ausbauen, da ist eigentlich jeder dafür und das wollen wir auch und da wird auch dementsprechend viel investiert. Es wurde in den letzten Jahren viel, viel mehr Geld investiert, auch von der Staatsseite her, von der Landesregierung, als das für den Individualverkehr gemacht wurde. Aber ich denke, dass der Individualverkehr, der in München ist, man soll niemanden überreden von mir aus, umzusteigen von der U-Bahn aufs Auto, aber der Verkehr, der da ist, der muss einfach fließen. Hallo? Zuerst der Peter, der Leopold. Vielen Dank. Vielen Dank.
Allein hier in der Fußgängerzone haben wir heute an einem Tag 1.500 Unterschriften sammeln können. Das heißt, der Zuspruch und der Wunsch der Münchnerinnen und Münchner nach drei Tunnels am Mittleren Ring ist sehr groß. Großinitiativen und Sozialinitiativen und Verbände haben heute einen Trägerkreis gegründet für einen Bürgerentscheid gegen die Tunnelprojekte. Und diese Aktion sollte symbolisieren, dass in diesem Tunnel zwar eine ganze Menge Geld vergraben wird und möglicherweise auch das Münchner Kindl, also das heißt der Münchner Stadthaushalt, aber ansonsten nicht viel mehr Positives rauskommt dabei. Das mit dem Geld vergraben haben die Tunnelgegner heute anschaulich demonstriert. Die Verkehrsbelastung, meine Damen und Herren, ist auch ganz ohne Staus höher und die NOx-Belastung ist unabhängig von Stau größer. Und die Benzolbelastung auch. Und es wäre wirklich an der Zeit, dass an den Autos was gemacht wird, damit der Lärm, die können gerne so machen. Und ich, ja, aber welcher Kindergarten ist denn? Was die Abgase von Autos angeht, es ist ja auch wirklich so, wir haben ja das Thema vorher schon mal angesprochen. Die Tunnel, Sie hatten da vorher gerade so schöne Grafiken gezeigt. Brudermülltunnel, das beste Beispiel. Ich kann mich noch erinnern, am Ende meiner Schulzeit, ich hörte es jeden Morgen, Stau, Brudermüll, Kanditstraße. Mittlerweile, man sieht da, es ist Verkehrsfluss vorhanden. Es steht da, es ist Verkehrsfluss vorhanden und es steht da definitiv, ist fast kein Stau mehr, es sei denn, es ist Rückstau vom Luise-Kissenbach-Platz. Und was noch viel wesentlicher ist, die Emissionen sind um einiges runtergegangen. Stellt man heute vergleichsweise, der Herr Gmelch macht das immer so schön mit seinen Grafiken, die beiden, Luise-Kissenbach-Platz und Brudermülltunnel, in einem direkten Vergleich zueinander, dann sieht man ganz deutlich, der Luise-Kissenbach-Platz hat ungefähr viermal so viele Emissionen als der Brudermülltunnel. Und diese Politik ist einfach menschenverachtend, die da gemacht wird. Sie haben selber, Kronawitter selber hat sich, darf ich jetzt bitte mal ausreden hier? Was ist denn das hier? Sie können sich ja hier noch auch zu Wort melden, oder? Kronawitter selber hat sich ja den Brudermülltunnel an seine eigenen Fahnen geheftet und hat den dann mordsmäßig großen Tram eingeweiht. Also warum kann man nicht so weiterfahren? Sie sagen, wir haben eigentlich an den Stellen, wo untertunnelt wurde, bisher sehr viele Erfolge. Herr Danner, warum wird da nicht mehr untertunnelt? Also Sie sind Ökologe. Ich habe gezeigt, gerade an der Landshuter Allee bekanntlichermaßen untertunnelt seit vielen Jahren. Haben wir mit die höchsten Schadstoffwerte in ganz München. Und Sie, nein, keinen Stopp am Schluss. Sie fahren über die Donnersberger Brücke drüber und dann fahren Sie bis zum Luise-Kissenbach-Platz. Muss das realistisch sein? Fährt doch keine. Ich habe mal einen aufklärenden Satz, Frau Talgott. Sie können nicht leugnen, dass Sie eine Politik in der Landeshauptstadt München betrieben haben, die darauf ausgerichtet war, dass zum Beispiel Bushaltestellen, die ursprünglich Einbuchtungen hatten, gezielt auf die Straße hinausgelegt wurden, die Busse auf der Straße stehen bleiben müssen und damit automatisch hindern. Jede Stadt in Deutschland hat es schon mittlerweile abgebaut, macht das nicht mehr. Wir in München machen das, was die anderen machen. Alle Städte. Zweitens, vielleicht dürfte ich auch mal ausreden. Machen Sie alle. Zweitens, die Hamburg und alle möglichen, auch die SPD und Grün regiert sind, sind mittlerweile heftige Tunnelbauer. Ich war sehr häufig, weil meine Familie zum Teil aus Hamburg stammt. Erstaunlicherweise, auch wenn ich in Bayern geboren bin. Das muss nochmal schlichtweg möglich sein. Und als drittes die Horrorszenarios. Eine Aussage von Oberbürgermeister Ude muss man ganz klar mal hier deutlich betonen. Er hat gesagt, selbst wenn er 100% Bezuschussung bekäme, er wollte die Tunnels nicht. Ich habe hier ein Riesenpaket, weil die Mehrheit der Bürger für die Tunnels sind. Das haben Umfragen ergeben von Peinelt, von RTL, von ADAC. 70-80% der Münchner sind für die Untertunnelung des Mittleren Rings an den drei neuralgischen Stellen. Und ich darf Ihnen, Frau Hohlmeier, noch einmal 5.000 Unterschriften übergeben für unser Bürgerbegehren. Drei Tunnels braucht der Mittlere Ring. Guten Morgen. Sie sind aus München? Ja. Komm, ist doch gleich hier, wir haben noch jede Menge Listen da. Geht uns nicht aus. Bitte den Namen, kurz nach dem Adressen, Unterschrift.
Moment, wir gehören aber zum Landkreis München. Ach so, ja, das ist schwierig. Tut mir leid, da geht es leider nicht. Wir fahren aber jeden Tag im mittleren Ring, da geht es nicht. Wir kennen die Problematik, dass viele betroffen sind. Aber Sie haben ja genauso eine Stimme. Weil wir fahren, ja? Grüß Gott, sind Sie aus München? Nein. Schade, dann geht's rein. Der Herr ist aus München. Grüß Gott, sind Sie aus München? Ja, dann. Sie bitte einfach den Namen, die Geburtsdatum, Adresse und Ihre Unterschrift. Grüß Gott, sind Sie aus München? Ja, ja, klar. Geht's dafür oder dagegen? Wir sind dafür. Ja, gut, ich bin dafür. Mittlerweile haben wir schon viele gefunden, die schon unterschrieben haben. Sag mal, Wolfgang, du wolltest doch auch noch was sagen, oder? Ja. Jetzt darfst du aber gleich was sagen. Bitteschön. So, ich wünsche allen bei Mobil in München ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr mit vielen neuen Erfolgen. Ich glaube, wir haben dieses Jahr schon sehr gut zusammengeholfen, viel erreicht und ich wünsche mir, dass wir im nächsten Jahr noch mehr erreichen. Der kandidiert für den Stadtrat wieder, gell? Das müssen wir beachten, im März. Ja, im März. Am 10. März ist natürlich die Stadtratswahl und da kann man zum ersten Mal auch über den mittleren Ring und über die Tunnelbauten abstimmen. Seit Anfang November läuft unser Bürgerbegehren, drei Tunnels am mittleren Ring, und Sie sehen selber im Hintergrund, was bei uns los ist. Die Leute schreiben sich ein in der Unterschriftenlisten, stehen zum Teil sogar Schlange an, um dort zu unterschreiben. Ursprünglich haben wir rund 25.000 oder 27.000 Unterschrift gebraucht. Mittlerweile, darf ich Insidern sagen, haben wir weitaus mehr, nämlich schon über 30.000. Lassen aber trotzdem die meisten noch unterschreiben, weil wir wollen ja wesentlich mehr haben. Wir haben hier den Infostand, der jetzt ungefähr 3 Stunden läuft und sich bereits über 500 Leute eingetragen haben. Vor ein paar Wochen hatten wir auch einen und da waren innerhalb von 3 Stunden über 1.000 Unterschriften dann zusammengekommen. Ich möchte an dieser Stelle all denjenigen danken, die, und zwar allen Mitgliedern von Mobil in München, die uns unterstützt haben, die ihre Unterschriftenlisten zeitig zurückgeschickt haben und die sich auch noch darum bemüht haben, dass wir ein bisschen mehr noch werden beim Verein, weil das können wir natürlich immer brauchen. Danke an dieser Stelle möchte ich auch sagen, vor allem dem Herrn Höhnleitner, der gerade diesen Film hier dreht und der sich immer vehement für uns einsetzt und die Filme produziert und dann an die einzelnen Sender weiterschickt. Und natürlich auch die Firma Schandl, die hier diesen Infostand erst möglich gemacht hat, indem sie uns das Ganze immer vorbereitet oder aufbaut. Entschuldigen darf ich an dieser Stelle Monika Hohlmeier, die gerade bei Johannes Paul verweilt. Man sieht, selbst die CSU kann den päpstlichen Segen vor Weihnachten ganz gut brauchen. An dieser Stelle darf ich Ihnen dann noch eine schöne Weihnachtsfeier bei Mobil in München wünschen und darf mir wünschen, dass wir so weitermachen wie bisher und dass unser Bürgerbegehren oder unser Bürgerentscheid dann im Mai oder April genauso erfolgreich wird wie unsere Unterschriften-Sammelaktionen jetzt hier in der Fußgängerzone. Danke und schönen Abend. Okay. Jetzt bin ich drin. Lass mich noch reden, wer fertig ist, und dann holen wir ihn. Ja? Ja.